Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Diablo 4. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Vielen herzlichen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ja, es geht weiter. Wie man sehen kann, in der letzten Folge waren wir eigentlich in Brastek. Und jetzt sind wir aber hier irgendwie gespawnt. Wir hatten ja in der letzten Folge die absolute Riesenverwirrung, weil hier alles zu war, außer dieser Weg oder dieser. Ich weiß es gerade nicht genau. Und ja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt hier nach oben und wir versuchen, Erida zu finden. Findet Erida auf Einsamkeit. Gut, dann gehen wir da doch mal hin, würde ich mal sagen. Schnacken wir gar nicht lange rum, geht direkt los. Hallo? So. Mit euch hauen wir mal hier schön weg. Moment, ich muss einmal ganz kurz eine Toneinstellung vornehmen. So, jetzt ist es ein bisschen leiser, zumindest bei mir. Bei euch ist es immer noch genauso laut. Gut, dann gehen wir weiter hier hoch. Ein bisschen Heuler. Warum klingt das wie was weiß ich, wenn diese Dornbestien kommen? Das ist ja auch spannend. Warum schreien die denn so rum, die Teile? Was soll das? Da gehen einfach die Raben dran und nagen da ein bisschen dran rum. Ja, oh, aua. Wildholz ist das, ja? Na gut. Auch zwar ein bisschen komisch, dass Wildholz bluten kann, weil wir spielen ja einen blutenden Barbar, also auf Bluten ausgerichtet. Warum auch immer, aber sie bluten. Man weiß Bescheid. Gott, was denn? Kurz am Festhängen gewesen. Läuft bei uns. Eine Keule. Eine dicke Keule haben wir bekommen. Sehr schön. Die haben wir erledigt. Ich dachte gerade, wir kommen jetzt hier nicht durch. Gerade kurz ein wenig irritiert gewesen, aber wir kommen hier durch natürlich. Und hier ist noch eine Banshee. Zerstört die Überreste der Auferstehung. Ach, du große Leute. Autsch. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche mehr Wut. Also die Banshee-Sachen, die sind schon böse, ne? Die sind schon ouchy. Oh Gott. Der teilt ja richtig aus, der Kollege hier. Ich glaube, so richtig groß drumherum kommen wir da gar nicht. Ich glaube, wir müssen die jetzt hier relativ fix. Oh Gott. So, wir müssen einfach nur durchhalten irgendwie. Gott, Hilfe! Oh Leute, ich brauch so langsam auch mal wieder Tränke, ey. Das ist ja Hölle hier. Junge, 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 das war ja super heftig. Alter Schwede.
Alter Schwede. Oh, Gott sei Dank hier ein paar Tränke. Alter Schwede. Das war ja... Boah. Das waren ja doch ein paar Leute hier. Krass. Absolut krass, wie viele das gerade waren. Naja, gut. Machen wir mal weiter. Junge, 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 Junge. Habt ihr dieselben Zeichen wie ich gesehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Mein Volk ist nicht bereit, sich ihr zu stellen. Noch nicht. Aber ihr seid bereits stark. Tretet vor. Ja, ich muss hier erstmal alles überleben. So, du sagst gerade, ich bin stark, aber... Tut mich sorry. Ich bin hier fast tot. Junge, 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 Junge. Ist das ein Test von ihr oder was? Der hat doch gerade gesagt, wir sind stark. Warum glaubt sie mir denn nicht? Wie muss sie denn noch so viele schicken hier? Oh. Junge, die. Junge, 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 Junge. Wir wollen auf jeden Fall, erhöht sich eure Wuterzeugung. Ja, wir wollen auf jeden Fall mehr Wut erzeugen, weil ich habe das Gefühl immer, die hat nicht genug Wut. Da soll auf jeden Fall, die Wuterzeugung soll hier komplett abgehen. Ich brauche mehr Wut. Siehste? Da geht's nämlich schon wieder los. Ich brauche mehr Wut. So, hier scheint ja jetzt wohl ein Bossfight zu kommen, tipp ich mal. Das wird ja sehr amüsant, weil wir haben ja schon gerade ordentlich auf 12 gekriegt. Das wird ja ein Klacks für den Djinn, wa? Das ist ja... Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich möchte nicht. Na gut, auf geht's. Hallo, geht's dir gut? Hallo, Erida, hi. Nur einer von uns wird diesen Ort lebend verlassen. Also lasst uns für einen Moment den Sturm genießen. Ah, die Musik der Natur. Die Toten bringen in diesem Moment euer Volk um. Einige werden sterben, ja. Aber das ist der Weg der Natur. Sie ist ein Schmelztiegel. Sie verschlingt die Schwachen und macht die Starken stärker. Und die Überlebenden werden dieses Land vor der Hölle retten. Die Lügen der Dämonen blenden euch. Nein, nein, das ist meine Entscheidung. Lilith hat mir nur die Macht gewährt, zu tun, was getan werden muss. Und was habt ihr ihr gegeben? In der Wildnis muss man sich alles verdienen, selbst Wissen. Zeigt, dass ihr würdig seid und ihr erhaltet eure Antworten. Ich möchte nicht. Was erzählt sie da? Ich habe nicht genug Wut. Okay, stehen die da jetzt einfach nur rum oder was? Das ist ja auch cool.
Das finde ich ja absolut in Ordnung. Wenn die da nur so rumstehen. Ernsthaft? Autsch. Die macht ja plötzlich richtig Damage. Ich habe nicht genug Mut. Oh Mann, das dauert aber auch lange hier mit den Gespenstern, ne? Was ist mit meiner Maus eigentlich los gerade schon wieder? Die eiert mal zwischendurch so ganz schön rum. Sorry dafür. Also falls ihr euch fragt, warum auf einmal meine Maus so glitscht, dann ja, hängt das damit zusammen. Die halten aber auch viel aus, ey. Immerhin hielt sie sich nicht dadurch. Ja, Erida, dir geht's aber an Kragen. Nur, dass du Bescheid weißt, ne? Also, wie du gesagt hast, es wird einer sterben und ich bin's nicht. Autsch. Rendo, sagte. Autsch. Autsch. Ja, jetzt sollte es vorbei sein. Tschüss. Erida, das war's. Der Stärkere siegt. So soll es sein. Was habt ihr Lilith gegeben? Ich habe ihr von den Schutzmechanismen um Astaroths Gefängnis erzählt. Wie man sie überwindet. Warum? Mein Volk hat vergessen, was nötig war, um Astaroth zu besiegen. Sie müssen es wieder lernen. Wenn sie ihn nicht besiegen können, wie sollen sie sich dann der ganzen Macht der Hölle stellen? Das macht keinen Sinn, was sie redet, oder? Macht das Sinn? Sie will, dass sie es wieder lernen, sagt sie. So. Und sie sagt aber, wenn sie halt den eh nicht schlagen, dann haben sie eh keine Chance gegen die ganze Macht der Hölle. Aber warum tut sie das? Macht für mich nicht so viel Sinn. Die, die bissigen Läufer. Mensch, und dadurch werden wir schlau. Durch die bissigen Läufer werden wir natürlich schlauer. Gut, das nehmen wir nochmal mit. Und das Massensymbol haben wir dazu bekommen. Gut, ist jetzt hier die Truhe offen? Stille Truhe. Ja, wir haben ja einen Schlüssel, genau. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, was haben wir denn jetzt hier? Das schlechter, schlechter, schlechter läuft. Läuft rückwärts bei uns. Ja gut, dann können wir doch ja wieder nach Bristik reisen. Das machen wir doch auch.
wir doch mal hier. Dann quatschen wir doch mal mit dem. Nee, obwohl, bevor wir quatschen, ja, wir laufen mal ganz kurz zur Schmiede. Bist du die Schmiede? Nee, du bist Schmied. Sagt dieser Stahl euch zu? Ja, der sagt mir zu, du. Das ist ein schöner Stahl, ist das. Ich muss ja aber auch ehrlich sagen. Besser als bei Null anzufangen. Ich glaube, das verkaufe ich fast lieber, oder? Das ist ja 10.000 Gold, das ist doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. 10.000 Gold ist gut. Gut. Warte mal, oder können wir... Ne, sie ist ja nur bei ihr, kann ich das verkaufen, oder? Achso, ja. Aha, sehr gut. Sag mal, wie teuer ist das alles? Seid ihr denn des Wahnsinns? Der Kronenhut. Ah ja, der ist sogar schlechter. Cool. Hat aber krasse Stats, ne? Ja, aber ich glaube, man sollte sich da, glaube ich, nichts kaufen. Hallo, Joren. Ich habe Erida gefunden. Und? Sie hat nun hoffentlich Frieden gefunden. Ich hätte nie gedacht, dass es dazu kommen würde. Heldenmut und Opfer sind im Lauf des Schicksals oft miteinander verbunden. So sprach meine Mutter. Ich muss Vater erzählen, was geschehen ist. Was Lilith getan hat. Wir können nicht zulassen, dass sie noch mehr zerstört. Ja, so sieht's aus. Scheidende Glut. Quest abgeschlossen. Scheidende Glut. Was haben wir bekommen? Ein Siegel von Bresteig. Barriereerzeugung gegen Kälte und gegen Wut. Wodurch kriegen wir denn nochmal die Barriere? Dadurch, ne? Ja. So. Oh, und hier ist noch eine Quest. Eine Quest, die Mesti-Schwesti. Nehmen wir die doch nochmal mit hier. Hallo, was denn hier eigentlich nochmal? Talisman, Kerzen und Schnitzereien schmücken diesen zentrale Totem. Der holzige, beinahe süße Geruch von brennender Kiefer liegt in der Luft. Es scheint, hier hält man sich noch an die alten Sitten. Achso, das hatten wir schon mal gelesen. Häuptling Asgail, was kann ich für dich tun? Kann ich irgendwie helfen? Einige unserer besten Jäger sind nicht aus den Hügeln zurückgekehrt. Sind selbst zur Beute geworden, als der Nebel mit Hunger kam. Jetzt liegen ihre Leichen offen da, den Aasfressern ausgeliefert. Das ist aus so vielen Gründen falsch. Sie sollten mit Talismannen des Übergangs markiert werden. Die Riten der alten Sitten, um ihnen Frieden zu bringen. Unser Land ist euch wohl vertraut und ihr seid so tapfer wie die, die wir verloren haben. Könnt ihr sie in die wahre Ruhe geleiten? Wallfahrt. Markiert die Ruhestätte der verlorenen Jäger. Okay, was haben wir hier nochmal? Opfergabe sammelt Geisterenergie von Wildtieren. Dann machen wir das doch mal einmal fertig hier, ne? Oder? Oh. Sammelt Geisterenergie von Wildtieren. Dann machen wir das doch mal eben. Machen wir mal hier die paar Nebenquests noch fertig. Hallo, ihr seid Wildtiere? Ja. Ich habe nicht genug Mut. Ja, das läuft, das läuft. Wir haben schon mal ein bisschen Geisterenergie. Genau, das nehmen wir alle mit hier. Sehr schön. Da müssen wir aber einige Tiere kloppen, ne? Junge, Junge, Junge. Doch eine ganze Menge. Ja, Grizzly, komm, 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 komm. Ist gut, ne? Ist gut, Herr Grizzly, Mann. Unverwundbar oder was? Nee. Achso, getroffene Gegner lassen Gold fallen. Ach so. Nice.
Sehr nice. Ja, jetzt leider nicht mehr. Schade. Schade. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. 581 Gold, das ist auch echt eine Menge. Junge, was eine Menge. Es ist getan. Es ist getan. Opfergabe des unbändigen Raubtiers. Jawollo. Verleiht bei Verwendung Gegenstände. Raunender Obolus haben wir bekommen. So will ich das. Sehr gut. Was habe ich jetzt gerade gedrückt? Achso. Ah, wir können hier wieder was einfordern. Und wir haben einen verfügbaren Punkt. Dann machen wir doch hier die Schadensreduktion auf jeden Fall nochmal ein bisschen höher. Und dann markiert die Ruhestätte der verlorenen Jäger. Das machen wir doch auch nochmal. Das kriegen wir noch hin, diese Folge. Ich habe kaum noch Wut. Ich habe kaum noch Wut, sagt er. Ich würde ja mal wirklich interessieren, wie die aussehen, die Ruhestätten-Teile. So, dann haben wir die. Wie sehen wohl diese Ruhestätten aus? Ah. Ihr Köcher enthält nur noch einen einzigen Pfeil. Zeichen des Übergangs bauen. Ui. Voll erschrocken. Ach, natürlich kommt hier auch noch ein Teddybär vorbei, oder was? Gut, Nummer 1. Jetzt wissen wir auch zumindest, wie das aussieht. Also zumindest teilweise, ne? Ah doch, hier kann ja auch was sein, ne? Müssen wir uns mal alles hier ein bisschen angucken. Ist ja noch tatsächlich in der Zone. Dass die auch immer einfach auftauchen können, ne? Es ist auch so gemein. Kann sie einfach nicht drauf vorbereiten. Schweinerei ist das. Ach, da oben ist einer. Da ist ja einer. Getöteter Jäger. Seine Kehle wurde aufgeschlitzt, die Augen starren gelassen und schicksalsergeben ins Leere. Tja, das ist auch blöd, ey. Oh, hier ist eine Truhe. Nice. Gut, Zeichen des Übergangs bauen. Gut, das war die Nummer 2. Hier ist nichts, scheinbar. Gott.
Oh, was für ein Teufelskolben war das? Ein Teufelskolben haben wir gekriegt, okay. Junge, 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 da sind auch jede Menge Gegner, ne? Hallo? Was zittert da rum bei dem? Spannend. Ich habe kaum noch Wut. Ja, entspann dich. Natürlich muss jetzt hier noch eine Banshee kommen. Weißt du? Das muss natürlich so sein. Ist ja nicht so, als wenn wir nicht schon genug zu tun hätten. Okay, das ist leider alles schlechter. Ach du große Leute. Aber hier ist er. Hier ist ja der letzte. Mal immerhin haben wir ihn gefunden. Sie hat sich in ihren letzten Momenten hierher geschleppt. Ein zufriedenes Grinsen liegt auf ihrem Gesicht. Okay. But why? Wer schnackt da? Wer redet da? Was soll das? Da müssen wir doch nochmal nachgucken hier eben fix. Fixi Foxy nochmal nachgucken. Schaudernde Bench. Stahlzauberstab, okay. Getötete Wanderer. Unsichtbar. Unhörbar. Wir sind geblieben. Diese Wunden sehen tödlich aus. In Gedenken an die, die wir lieben. Danke, Macy. Bringt Macy den handgearbeiteten Wendelring. Okay, Macy. Du, ich habe da eine Kleinigkeit für dich. Das hat mir hier ein freundlicher Kollege gegeben. Der will, dass du das bekommst. Also bringen wir es auch brav zurück, ne? Natürlich bringen wir es brav zurück. So. Hallo, Macy. Ein sterbender Mann nannte euren Namen und gab mir diesen Wendelring, bevor er dahinschied. Warum sagt man einem Kind sowas? Naja, egal. Ein Wendelring des Schutzes. Ich fertige sie für diejenigen, die allein die Hügel bereisen und beschütze sie mit den alten Segen. Aber wenn er zurückgebracht wird... Erida sagte, jeder Tod habe einen Sinn. Aber wo liegt der Sinn in diesem? Er war gut, freundlich, nicht anders als ich oder Papa. Erida hielt es für einen unumgänglichen Preis, um sich auf das Kommende vorzubereiten. Aus Furcht vor dem Tod ihres Volkes führte Erida eilig noch mehr herbei. Dann wird das Erste. Papa sagt, man kann die Straße vor sich nicht erreichen, wenn man nicht auf seine Füße achtet. Wie erreicht man die Straße, wenn man seine Füße verliert? Ich hoffe, sie erkennt jetzt ihren Fehler. Auch wenn das Licht verblasst, wir werden nicht erliegen. Unsichtbar, unhörbar, wir sind geblieben. In Gedenken an die, die wir lieben.
Ein schöner Reim. Ja, und das soll es auch mit der Folge gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao.